So, hallo liebe Freunde der Eisenbahn. Sechster Teil. Erste Mission der Amerika-Kampagne. Transportfieber mit Jimmy. Wir sind im Funport angekommen. Und sobald wir wieder Geld haben, geht's hier auch weiter. Und damit das Geld reinkommt, lassen wir die Zügchen jetzt einfach ein bisschen schneller fahren. Wir waren dabei, dieses Teilstück zwischen Erzmine und Werkzeugfabrik zweigleisig auszubauen. Da machen wir jetzt weiter. Den Anschluss hier müssen wir noch machen. Aber das liebe Geld. Ah, ich sehe gerade, die Werkzeugfabrik hat sich inzwischen auch ausgebaut. Sind bei 200. Mehr geht da im Moment nicht. Bei Laramie braucht man 96, 99 Werkzeuge. Können wir das hier mal zumachen? Und sobald wir das hier jetzt gleich gebaut haben. Ah, jetzt kommt der Erzzug da hinten schon. Ich schalte hier mal an. Und bauen wir die Weiche hier ein. Okay, nichts passiert ist. Okay. Ja, genau, halt mal an. Du hast nämlich keinen Weg im Moment. Mit 80 reicht hier rein. 80. Kommt da weg. Jetzt wollen wir hier auch mit 80 ungefähr rein. Schick. So, Signale. Signale, keine Wegpunkte bitte. Ein Signal hier, ein Signal da, eins hier wie gehabt. Und dann brauche ich wieder die 160 Meter. Die sind dann ungefähr bei der Baumgruppe da hinten. Machen wir hier auch gleich einen Block rein. Gleichstück hier, das sollte eigentlich länger sein, dass da auch ein ganzer Zug reinpasst, aber so viel Verkehr kriegen wir hier nicht, dass es ein Problem werden könnte. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Okay, das wäre gebaut. Dann würde ich jetzt sagen, gucken wir, dass wir die restlichen Signale, die wir unbedingt noch brauchen, an Bahnhöfen, die ich vergessen habe, stellen. Schicken wir mehr Züge auf die Strecke. So, hier kommen die Ausfahrsignale hin. Ausfahrsignal. Ausfahrsignal. Ja, komm schon. Ausfahrsignal. Ausfahrsignal, das müsste es gewesen sein. Da hinten geht es nicht weiter. Geht schon weiter, aber da fahren wir nicht hin. Stehen zwei. Gerade mal kurz kontrollieren. Da stehen zwei. Da stehen zwei. Und vorne ist alles gut. Okay. Zwei Personenzüge fahren. Der eine Erzzug ist im Moment ausreichend. Der hat eine Kapazität von 101. Das reicht für die Runde. Schön. Also kommen wir zum Personenzügen.
einen. Nicht genug Geld, kenne ich doch irgendwoher, hatten wir schon mal. So, eine Baldwin, zwei alte Personenwagen dran, auf einen rechts, der zweite kommt sofort. Na, wo bleibt das Geld? Straßenfahrzeug 7 und 19 sollten ersetzt werden. Das sind die hier und die hier, die können wir mal ersetzen. Schön. So. Das ist ein Personennahverkehr. Machen wir den hier. Schalten wir auch ein. Braucht man nicht mehr dran denken, wird man nicht mehr genervt. So. Ein zweiter Zug dran. Person zu Schön. So, der fährt. Das ist der dritte. Ja, da bleiben immer 28 Leute stehen. Also kann der auch nicht mitnehmen. 28, das heißt, da fehlt noch mindestens ein Zug. Das wäre dann der vierte. Oh ja. Da brauchen wir deutlich mehr Züge. So, hier waren gerade beide. Mal gucken, was da übrig bleibt. 16 nach Evanston. Und für Laramie bleiben auch mindestens 4 stehen. Na, 21, weil nicht alle ausgestiegen sind. Ha, ha, ha. Tja,
das ist die Situation, um die wir uns kümmern müssen. Kümmern werden. Da sind wir bei 89, 120 brauchen sie im Moment. Ja, da ist der Zug am Anschlag. Die 120 schafft er schon nicht mehr. Ist jetzt halt nur die Frage, was machen wir zuerst? Schon wieder 250.000 in Miesen. Wo geht denn das ganze Geld hin? Betriebskosten 1 Million. Gebäudeunterhalt. Ja, ist wahrscheinlich, weil wir jetzt hier neue Fahrzeuge anschaffen. Ja, das sieht schon besser aus, 600.000. Ich würde sagen, wir fahren jetzt gleich. Ne, wir machen erst die Personenzüge, alle auf die Strecke. Das heißt, 3 fahren im Moment. 7 brauchen wir. 7. 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir. Mindestens. Ja, da ist nochmal eine ganze Zugladung stehen geblieben. 8 wollen nach Laramie, 21 nach Rawlins und 1 nach Ocean. Okay. So, die Lok haben wir. Für Anfang wieder 2 Personenwagen. Züge werden wir nachher noch nach Bedarf dann jeweils verlängern. Aber das mache ich dann erst, wenn alle Züge auf der Strecke sind. Damit wir es alle gleichzeitig upgraden können. Sieht irgendwie fast mittelalterlich aus. Aber ich find's schön. Ja, 1, 2 reicht für den Zug. Das war Zug Nummer 4. Jawohl, Zug Nummer 4. Und alle 4 voll. So haben wir es gern. Schicken wir gleich noch den 5. auf die Reise. Und dann schauen wir nach dem Erz.
bleiben viel zu viele Leute stehen. 58 und 71. Oh ja, da ist Zeit. Wieso wartest du hier unten auf freie Wege? Weil der Personenzug davon noch im Block ist, deswegen alles gut. Darum kümmern wir uns später, dass die Züge nicht warten müssen. Ich könnte es mir einfach machen, die ganze Strecke mit Signalen zu ballern. Aber genau das will ich nicht. Signale nur dort, wo es wirklich nötig ist. Wie gesagt, darum kümmern wir uns später. Jetzt brauchen wir erstmal Geld für noch zwei Personenwagen. So, der hier wartet auch auf freie Wege. Wie sieht es hier aus mit der Produktion? Die sind bei 136,30. Die dürften eigentlich nur ungefähr die 120. Die sind auch bei 140. Wie viel braucht ihr? Ja, auch 140 im Moment. Also Produktion scheint sich eingependelt zu haben. Aber ihr habt nichts im Lager. Das heißt, wir brauchen ganz dringend den zweiten Erzzug. So, das sollte reichen. 1, 2. Linie zuweisen. Pendelzug, Personenzug, Cheyenne. Abfahrt. So, das sind die 5 Personenzüge. Die sind unterwegs. Jetzt brauchen wir noch Erzzüge, aber ich habe da, glaube ich, gerade was gesehen, was mir überhaupt nicht gefällt. Nein, das so passt. Mit die Ecke hier, die ist nicht schön. Gleis hier ist tiefer wie das andere. Ja, das machen wir neu. Sowas kann ich nicht sehen. Ja, da verzieht sich das Gleis schon wieder. Seht ihr hier an dem grau hinterlegten Schraffierten? Da verzieht sich das Gleis.
Genau das will ich vermeiden. Einmal hier rausgehen. Jetzt sieht uns das Gleis auch. Ja, das hilft alles nichts. Wir brauchen den Anschluss fürs Depot. Es sieht auf jeden Fall besser aus wie vorher. Oder auch nicht. Naja, damit kann ich leben. So. Andernfalls müsste ich das hier komplett nochmal abreißen und wirklich ebenerdig bauen. Aber das machen wir jetzt nicht, weil wie gesagt, wir haben kein Geld für solche Späßchen. Okay. Als nächstes brauchen wir den zweiten Erzzug. Ja, da habt ihr es jetzt gesehen. Wenn der Zug hier auf den 160 Metern ist, dann steht dem sein Hinterteil hier noch auf der Weiche. Dann kann der Erzzug nicht vorbei. Deswegen sollte dieses Signal hier, sollte mindestens 160 Meter hinter der Weiche stehen. Damit der Zug hier erst stehen bleibt, wenn er die Weiche hinter sich freigemacht hat. So, der kommt mit 70 Erz an. Das bedeutet, es dürfte gleich reichen für die nächste Lok. Und diesmal wird es ein Erzzug. So. Gehen wir auch gleich wieder auf die 70. Die 260 Mogul, auch ein schönes Teil. Die kann die 75, da könnten wir dann nachher dann glatt. Das machen wir, wenn wir die Züge aufrüsten. Nehmen wir gleich die Mogul, den schnelleren Wagen. Sind wir schneller unterwegs, haben mehr Kapazität. Und hängen wahrscheinlich auch gleich noch einen Wagen mehr mit dran, weil... Hier warten etliche Leute auf den Zug. Und das ist nicht schön. Kennen wir alle. Stehen wir am Bahnhof, warten auf den Zug. Juhu, er kommt endlich. Und dann ist er voll. Müssen wir auf den nächsten warten? Nee, geht gar nicht.
Ja, aber das dauert alles noch ein bisschen. Ich würde sagen. Ja, was würde ich denn sagen? Den Lock lassen wir mal da. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Im nächsten Teil, Teil 7, geht es dann weiter mit dem Funpart, Amerika-Kampagne Wilder Westen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oder einen Kommentar da, nehmt ein Abo mit und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin, euer Jimmy.